Ja, nicht zuletzt möchte ich mich natürlich beim Staff bedanken, die Sektorenleiter, die das ganze Jahr über hervorragende Arbeit leisten, die Staffs zusammenstellen, schauen, dass sie genügend Mitarbeiter haben, die ja zum Teil oder die meisten müssen ja Urlaub nehmen und sind freiwillig mit dabei, haben Spaß an der Tour, an der Organisation. Bei diesem möchte ich mich selbstverständlich bedanken und ja, ich persönlich natürlich auch bei IMG, die mir in den letzten 7, 8 Jahren, respektive im Herbst 2007, die Chance gegeben haben, diesen Job zu machen. Und ich bin all die Jahre mit Freude dabei gewesen und habe mein Bestes gegeben. Und ich glaube, jedes Jahr die 9 Etappen, die 9 Tage, kann man den Lohn dafür ernten, was man das ganze Jahr geleistet hat. Dankeschön. Alors Kurt Petschartin remercie tout le staff du Tour de Suisse qui font toujours un boulot extraordinaire. En plus, il remercie à la société IMG qu'il a pris sous contrat il y a 7 ans et dont il a investi beaucoup des idées et de ses capacités. Et il dit que c'est 9 jours pendant le Tour de Suisse, c'est là qu'on se bénéficie de tout ce cas. J'ai préparé avec tous les collaborateurs. Fragen an Rolf Huser oder Kurt Petschaft, des Questions? Emil? Ich wollte noch etwas sagen, was für dich so persönlich bleibt, jetzt ein Tag vor deinen letzten Runde. Ja, ich denke, das bleibt ein großes Souvenir, eine gute, wie soll ich sagen, eine gute Erinnerung. Einerseits auch, ich hatte die Chance im 2003 als Radio-Tour-Speaker zu beginnen, auch in der Tour de Romandie. Ich hatte die Chance bei Paris-Nice dieses Metier zu lernen mit Jean-François Pescher. Und nachher habe ich mich raufgearbeitet mit Hotels buchen, mit Sponsorenakquise, Etappenplanung und so weiter und so fort. Und ja, und die letzten 3, 4 Jahre seit 2011 waren super, super genial. Wir waren ein tolles Team, auch mit Kurt, mit dem Projektleiter, mit Louis Schumann, mit den Leuten von uns intern. Wir hatten immer eine super Ambiance, auch mit Christoph Arnold. Ich denke, wir haben die Tour weitergebracht die letzten 3 Jahre, auch wenn es vielleicht einige gibt, die sagen nein, aber man sieht ja den Zuspruch entlang der Straße. Das Rad kann nicht neu erfunden werden. Ich denke, wir waren gut unterwegs. Das zeigen auch die Zahlen übrigens in 172 Ländern live oder zeitversetzt, ein absoluter Rekord. Mit dem InCycle-Programm von IMG ist Power drin. Ich denke, ich habe ein gutes Souvenir, natürlich sicher auch eine Enttäuschung einerseits, aber ich werde die Enttäuschung morgen irgendwie versuchen zu überspielen. Alors, d'abord, Rolf Huser, il a des bonnes mémoires. Il a débuté dans le métier en 2003 comme speaker de Radio Tour dans le Tour de Romandie et le Tour de Suisse. Puis il a commencé avec les logements, avec la réservation, avec des étapes, la configuration des étapes. Les 3 dernières années, c'était génial pour lui, comme il dit, d'être à la tête de cette organisation. Il dit qu'il y avait une équipe autour de lui extraordinaire.